Hallo und herzlich willkommen oder moin moin, wie das so schön heißt, in Hamburg, wo ich herkomme, zu einem neuen Video von Juggler66, Stunde der Wahrheit. Die folgende Lesung, und ich weiß nicht, ob es die letzte oder die vorletzte sein wird, aus dem Buch Ökumene und Weltregierung von Dr. Martin Kobialka. Das ist, was heute auf dem Sabbat am 3. Juni 2017 tagsüber, weil ich hatte ja gestern schon eine Aufnahme gemacht, kurz bevor die Sonne unterging, der Sabbat anfing, auf dem Programm steht. Auf Seite 91 und damit noch knapp 20 Seiten bis zum Ende des Buches auf Seite 111. Mal sehen, wie weit ich komme in der einen Stunde. Aber wir lesen jetzt im Grunde nur die zwei Anhänge, nämlich Anhang A und Anhang B, wobei ich den Nachdruck legen möchte auf Anhang B. Und ich gebe euch auch gleich mit, ganz interessant, ich habe hier vorhin ein paar Seiten eingescannt. Guck mal, das mache ich jetzt mal hier eben auf. Und das könnt ihr ja, glaube ich, auch ganz gut sehen soweit. Mal gucken, wie ist denn das mit 100%? Na, dann ist es ein bisschen klein, ne? Mal gucken. Naja, das geht ja noch. So könnt ihr das ja mitschauen. Und dann wollen wir mal sehen, dass wir nachher die Bilder, wenn wir das so lesen, ein bisschen die Bilder von der Größe her ein bisschen anpassen. Und wie gesagt, ob das jetzt die letzte Lesung wird oder die vorletzte, weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben wir Anhang A und mit dem Titel 20 Merkmale der Endgemeinde. Und dann haben wir Anhang B, Dialog statt Protest. Und Anhang B ist im Grunde der Grund, weshalb ich mir das Buch überhaupt erst angeschafft habe. Also sicher dranbleiben. Es wird interessant. Wir lesen in dem Buch Ökumene und Weltregierung von Dr. Martin Kobiaka auf Seite 91 20 Merkmale der Endgemeinde im Anhang A. Im Newbold College bei London, wo ich gerade in Theologie unterrichte, gibt es viele Hinweisschilder mit einem Pfeil und der Aufschrift Assembly Point, also Treffpunkt. Wenn im College Feuer ausbrechen sollte, dann lenken diese Wegweiser zu einem sicheren Platz auf einer Wiese, wo sich alle Studenten und Professoren versammeln sollen. Hier wird dann festgestellt, ob alle vollzählig sind oder ob vielleicht einer noch in Gefahr im brennenden Haus ist. Das scheint mir ein Gleichnis für unsere Zeit zu sein, wo jeden Tag das Feuer einer Weltdiktatur und einer Weltreligion ausbrechen kann. Für diese letzte Phase der Weltgeschichte hat Christus auch solche Wegweiser zu einem Assembly Point, also zu einem solchen Treffpunkt für alle aufrichtigen Christen in allen Konfessionen genannt. Ja, was er hier sagt, in aufrichtige Christen in allen Konfessionen, es gibt in jeder sogenannten Denomination, in jeder Glaubensrichtung, gibt es die Leute, die der Vater für Jesus auserwählt hat. Überall. Die Denominationen an sich, die Religionen an sich, die Hierarchien, die Lehren, die Doktrinen, die Traditionen, all dieser sind falsch. Aber überall gibt es einen Rest der Restgemeinde, derjenigen, die Christus wiederfinden wird, wenn er auf diese Erde kommt. Wo er in der Bibel ja die Frage stellte, wenn der Sohn des Menschen zurückkommt, wird er Glauben finden auf der Erde? Er hat seinen Knechten gezeigt, was in Kürze geschehen soll, wie wir in Offenbarung 1, Verse 1 bis 3 in der Offenbarung, dem einzigen prophetischen Buch des Neuen Testaments, dem letzten Buch der Heiligen Schrift, nachlesen können. Hier lesen wir die Entwicklung der Kirchengeschichte in den Kapiteln 12, 13, 14, 15 und 17. Wobei in 17 natürlich ganz deutlich dargestellt wird, was die römisch-katholische Kirche ist und das Urteil, das über sie ergeht, das dann weitergeht auch in Offenbarung 18. In der letzten Phase dieser Weissagung wird die Gemeinde der Übrigen mit 20 Merkmalen genannt. Sie ist so deutlich gekennzeichnet, dass sich niemand irren kann, der in der kommenden Weltreligion die falsche Ökumene verlassen will und nicht weiß, wohin er sich wenden soll. Tja, wohin soll er sich wenden? Zu Christus und zu Christus alleine. Ja? Sie werden meine Stimme hören und wird eine Herde und ein Hirte werden, hatte Christus vorausgesagt in Johannes Kapitel 10, Vers 16. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es ist eures Vaters Wohlgefallen, euch das Reich zu geben, wie wir in Lukas Kapitel 12, Vers 32 lesen können. Nun,
Wir sprechen hier von 20 Merkmalen der Endgemeinde. Das erste Merkmal ist das folgende. Offenbarung 12 und 17. Die Übrigen. In der letzten Zeit vor der Wiederkunft Christi gibt es eine Gemeinde der Übrigen, aus dem griechischen Loipos. Ein Rest, ein Überrest, das, was übrig bleibt. Das ist also eine Minderheit, die von der Mehrheit als Überrest abgesondert wird. Soziologisch also eine Sekte ist. Eine Sekte ist, wie wir ja bereits in einem früheren Teil dieses Buches besprochen haben. Ja? Dass alle Sekten ein Teil eines Großen sind, das sich davon abgeteilt hat. Könnt ihr ja zurückgehen, wenn ihr die Sekte nochmal erklärt haben wollt. Das war ziemlich am Anfang des Buches. Es sind dies jene Menschen, die auf dem schmalen Weg, den wenige finden, gehen. So hatte Christus es schon vorausgesagt in Matthäus Kapitel 7, Vers 13. Der breite Weg mit der Mehrheit führt ins Verderben. Die Mehrheit hat immer Unrecht. Sie hatte immer Unrecht, sie wird immer Unrecht haben in der Zukunft. Sie hatte Unrecht in der Vergangenheit und sie hat Unrecht heute und sie wird in der Zukunft auch immer Unrecht haben. Die Mehrheit ist etwas, dem man sich nicht anschließen sollte. Zweiter Punkt, Offenbarung 12 und 17, Satans Zorn. Satan hat einen großen Zorn, sagt der Autor hier, aus dem griechischen Wort Orge, über die Gemeinde der Übrigen. Das Wort Orge hat neben Zorn noch zwei weitere Bedeutungen. Ja? Wenn wir über Satans Zorn reden, ja, dann können wir auch eben gut mal eben ein Bild von... das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte hier ein neues Bild öffnen, um nochmal eine Bildersuche zu machen. Von Satan zum Beispiel, dass wir da ein Bild mit einblenden können. Es gibt ja dieses schöne von Satan, ist transformed into an angel of light. Ja, dieses hier. Ja, das heißt... If Satan can have people thinking that he looks like this, also wenn Satan oder der Teufel die Menschen denken lassen kann, dass er so aussieht, dann werden sie nicht in der Möglichkeit sein, ihn zu identifizieren, wenn er erscheint und so aussieht wie hier. Wie wir im 2. Korintherbrief, Kapitel 11, Vers 14 nachlesen können, und wundere dich nicht, der Satan selbst ist transformiert in einen Engel des Lichts. Ja? Also wenn wir hier jetzt über Satan und Satans Zorn reden, dann können wir eben uns mal das Bild anschauen. Also Satan hat einen großen Zorn aus dem griechischen Orge über die Gemeinde der Übrigen. Das Wort Orge hat neben Zorn noch zwei weitere Bedeutungen, nämlich a. Auf der Gefühlsebene steht es für Impuls, Trieb, Leidenschaftlichkeit, Erregbarkeit und Orgasmus. Und b. Auf der Verstandesebene, da steht es für Planung, Programm und Anordnung. Auf diesen zwei Ebenen versucht Satan, in die Gemeinde einzudringen. Das Gefühl sucht er zu beherrschen durch Neurosen, durch Fanatismus. Daher kommt das Wort Fan sein. Ja? Bewusstseinserweiterung östlicher Mystik durch scheinchristliche Gefühlsorgien, ähnlich dem Orgasmus in wonnigen charismatischen Gaben. Da muss man sich nur mal die Videos anschauen von der charismatischen Bewegung, dann weiß man, was der Autor hier damit meint. Psychischen Heilungswundern, Meditation und Yoga, aber auch Ehrsucht, Parteisucht und Herrschsucht in der Gemeinde. Geplant geht er intellektuell gegen die Lehren der Heiligen Schrift vor, durch Scheinargumente und logische Dialektik in Philosophie und liberaler Theologie. Scheinargumente und logische Dialektik, Sophistik und Kasuistik, wie ihr euch vielleicht noch erinnern könnt aus meiner Lesung Herrscher des Bösen, wo ich euch die Begriffe nahegebracht habe. Die letzte Gemeinde ist darum eine kämpfende, keine bequeme und ruhige Gemeinde, die ihre Freude in Jesus ständig verteidigen muss. 3. Gebote Gottes. Die Gebote Gottes aus dem griechischen Wort Entole, sind die 10 Gebote Gottes nach 2. Mose Kapitel 20 Verse 1 bis 17, also das Buch von Exodus Kapitel 20 Verse 1 bis 17. Das 4. Gebot spricht vom Sabbattag des Schöpfers. Die Kapitel Johannes 1, Kolosser 1 und Hebräer 1 zeigen, dass Christus der Schöpfer und Erhalter der Welt ist.
Christus ist darum der Herr des Sabbats. Dieser Tag gehört ihm. Es ist der christliche Sabbat. Nur durch ihn kommt die Kraft, die Gebote Gottes und den Sabbat zu halten. Nur durch ihn, durch Jesus. Und wir lesen das in Römer Kapitel 8, Verse 1 bis 4. So können wir eben nachschauen. Ich habe hier die Schlachterbibel. Und da müssen wir mal eben dann gehen in Römer Kapitel 8, Verse 1 bis 4. Da steht dann: So gibt es denn nun keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt wurde, das hat Gott getan, nämlich die Sünde im Fleisch verdammt, indem er seinen Sohn sandte in der Ähnlichkeit des sündlichen Fleisches und um der Sünde willen. Damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt wurde, die wir nicht nach dem Fleische wandeln, sondern nach dem Geiste. Mit anderen Worten, mal eben auf Hochdeutsch gesagt, solange wir im Fleisch wandeln, können wir die Gesetze Gottes nicht halten und deswegen müssen wir das im Geiste tun. Und im Geiste können wir das nur tun, wenn wir wiedergeboren sind, im Geist und im Wasser, wie Jesus damals gesagt hat, ne? Soweit zu diesem Punkt 3. Nehmen wir nochmal ein anderes Bild. Der Satan verwandelt sich und gibt sich für einen Engel des Lichts aus. Sieht, das Bild habe ich im Grunde gesucht. Naja. Okay, wir gehen jetzt über das Zeugnis Jesu. Wollen wir eben schauen. Da haben wir hier auch ein schönes Bild vorbereitet. Was findet ihr denn zum Beispiel von dem hier? Das Zeugnis Jesu als Geist der Weissagung oder Prophetia ist die prophetische Gabe aus Offenbarung 12, 17 und 19, 10, also 12 Vers 17 und 19 Vers 10. Es ist die echte charismatische Gabe der Weissagung, die der Prüfung durch die Heilige Schrift und die Erfahrung standhält. Fünftens, Offenbarung 14, 12, Geduld. Beim Warten auf das für uns alle sichtbare zweite Kommen Jesu in der Endzeit ist in erster Linie die Geduld, aus dem griechischen Hypomone, Standhaftigkeit, Ausdauer, Warten auf die Wiederkunft, Advent Christi, vonnöten. Sechstens, Heilige. Die Heiligen aus dem griechischen Wort Hagioi oder Gläubigen aus Offenbarung 14 und 12, wie sie im Neuen Testament allgemein genannt werden, ja, die Heiligen oder Gläubigen, das ist dasselbe im Neuen Testament, weil die Gläubigen sind heilig und wir sprechen über die Lebenden und nicht über irgendwelche Toten wie in der römisch-katholischen Kirche. In der römisch-katholischen Kirche sind die Toten heilig und werden die Toten angebetet. Aber die Bibel hat da einen ganz bestimmten Standpunkt zu. Da gehe ich jetzt aber nicht drauf ein. Die Heiligen oder Gläubigen, wie sie im Neuen Testament allgemein genannt werden, sind allein durch das Wort Gottes geheiligt. Es ist die einzige Grundlage ihres Glaubens. Sola Scriptura. Für die Heiligen muss man beten. Sola Scriptura. Ja, das wollte ich jetzt gar nicht haben. Ich mache immer hier das verkehrte Bild. Entschuldigung. Sola Scriptura. Nehmen wir das Bild doch auch eben nochmal mit rein. Die Schrift und die Schrift alleine. Siebtens, Offenbarung, ebenfalls aus Offenbarung 14, 12. Glaube, der urchristliche Glaube, oder auch der apostolische Glaube, wie man das auch sagen kann, ist der Glaube Jesu, auf Griechisch Pistis Jesu, der Glaube des Herrn Jesu. Glauben haben wie Jesus, aus Offenbarung 14, Vers 12. Es ist der Glaube, den Jesus verkündete, als Inhalt seines Evangeliums. Es ist auch das völlige Vertrauen, das nur Gott schenkt. Johannes 6, Vers 29. Sola fide, durch Glauben allein. Und über die Solas habe ich ja schon mal gesprochen. Da habe ich ja gesagt, das Einzige, was wir brauchen, ist Sola Scriptura.
wenn wir uns auf die einzige wahre Bibel einigen. Und in dieser Bibel stehen alle anderen Solas drin. Sola Christus, Sola Fide, Sola Gratia, Sola Gloria Dei. Also alle Ehre nur an Gott, mit anderen Worten. Sag das mal lieber so auf Deutsch. Das andere kriegt doch nicht zusammen. Punkt 8, Offenbarung 14, Standort. Das Wort hier aus dem griechischen Hode ist als Ortsangabe gemeint. Hier ist nämlich der feste Standpunkt in der Orientierungslosigkeit des Synkretismus unserer Tage. Dies ist die Antwort auf die Frage nach der rechten Kirche und sie kommt direkt von oben durch Gottes Wort. Christus warnte, so als dann jemand zu euch wird sagen, siehe hier, Hode, ist Christus oder da, Hode, so sollt ihr es nicht glauben. Das ist ja ein sehr schönes Beispiel aus der Eucharistie. Ne? Werde ich euch auch mal eben das Bild damit reintun. Die Eucharistie ist ja im Grunde genau das. Eucharist, ja, warum erscheint denn das Bild hier nicht, was ich da möchte? Welches nehmen wir denn mal? Hier. Ne? Der Papst, der die Oblate hochhält. Die Eucharistie der Transsubstantiation. Ne? Das Dogma der Transsubstantiation, wo Jesus durch ein paar lateinische Worte aus dem Himmel geholt wird und in diese Oblate verändert wird, die man dann isst. Kannibalismus. Da können wir nochmal zurückgehen zu Alexander Islops Buchlesung. Also, Jesus sagt, so als dann zu euch jemand sagen wird, siehe, hier ist Christus oder da, das ist ja das, was die römisch-katholische Kirche mit der Eucharistie, mit der Transsubstantiation tut. Sie sagt, hier in dieser Oblate ist Christus. Glaubt es nicht. Oder wie Jesus sagt hier in der deutschen Version, so sollt ihr's nicht glauben. Das ist nicht Jesus. Das ist nichts weiter als ein Stück Brot, gehalten von einem Pädophilen. Punkt 9, Offenbarung 14, 6, Punkt ewig. Durch die Verkündigung des Ewigen aus dem griechischen Aionios Evangeliums der drei Engel in Offenbarung 14, 6 entsteht die Endgemeinde. Das heißt, dass das Evangelium nicht verändert wird, sondern ewig bestehen bleibt. Es ist das Evangelium für die Ewigkeit, weil Christus uns so sehr liebt, dass er uns für ewig bei sich haben will, wie wir in Hebräer 7, Vers 25 nachlesen können. Dafür hat er uns gerettet, wie wir in Johannes 3, Vers 16 und 14, Verse 1 bis 3 lesen können. Es gibt kein anderes Evangelium, 1. Galater, Kapitel 6, 1. Galater 1, Verse 6 bis 11. Da können wir ja mal eben reinschauen, in die Galater. Mal sehen, wie schnell wir das jetzt hier eben in dieser Bibel finden. Das ist ja nicht immer ganz so leicht, hier das richtige Buch rauszusuchen. Schon Thessaloniker ist so weit hier. Galater. So, was habe ich gesagt? 1, 6 bis 11. Das wäre dann hier. Mich wundert, dass ihr so schnell übergeht von dem, der euch durch Christi Gnade berufen hat, zu einem anderen Evangelium, so es doch kein anderes gibt. Nur sind etliche da, die euch verwirren und das Evangelium Christi verdrehen wollen. Aber wenn auch wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium predigen würde, außer dem, was wir euch verkündet haben, der sei verflucht. Wie wir zuvor gesagt haben, so sage ich auch jetzt wiederum, wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium predigt, außer dem, das ihr empfangen habt, der sei verflucht. Rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefiele, so wäre ich nicht Christi Knecht. Ich tue euch aber kund, Brüder, dass das von mir gepredigte Evangelium nicht von Menschen stammt. Ich habe es auch nicht von einem Menschen empfangen noch gelernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Diesen Satz 12 würde ich doch immer da gerne noch mit reinnehmen, der hier bei dem Buch von Kobialka nicht mit aufgeführt ist. Aber es gibt kein anderes Evangelium als das, was wir jetzt hier gerade eben gelesen haben.
Eben mal schauen. Ah, die Aufnahme läuft anscheinend. Das ist gut. Okay, ich habe das lieber, wenn das ein bisschen so läuft. Okay. Punkt 10, Offenbarung 14, Vers 6. Evangelisieren. Wollen wir eben sehen, hier machen wir uns mal das Bild von den Pädophilen hier weg. Aber ein besseres Buch, ein besseres Bild. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater außer durch mich, sagt Jesus Christus. Das finde ich ein schönes Bild, das kann man ein wenig behalten hier. Christen dürfen die frohe Botschaft aus dem griechischen Wort Evangelizo verkünden. Es gilt, Menschen für Jesus zu gewinnen. Ja, so wie der Teufel ständig Menschen für sich gewinnt, müssen wir durch die Evangelisation oder das Evangelisieren auch Menschen versuchen für Gott zu gewinnen. Das ist unsere Aufgabe. Geht auf die Suche nach weiteren Brüdern und Schwestern, wenn Gott euch einmal gefunden hat. Punkt 11. Offenbarung 14,6 global. Die Endgemeinde ist global bei allen Völkern und Stämmen in allen Sprachen, aus dem griechischen Ethnos, Laos oder Glossa, zu finden. Ja? Die Endgemeinde ist global bei allen Völkern und allen Sprachen zu finden. Überall gibt es einen Rest, die wirklich an Jesus glauben. Punkt 12, Offenbarung 14,7, Gottesfurcht. Echte Gottesfurcht ersetzt die Menschenfurcht. Fürchtet Gott und gebet ihm die Ehre, Phobeo und Doxan. Es besteht eine direkte Beziehung zu Gott ohne menschliche Vermittlung, eine echte religiöse Freiheit und Unabhängigkeit. Nicht Menschen oder Heilige werden verehrt, sondern Gott. Also wenn ich bis jetzt noch nicht allzu viel gesagt habe, was das Dogma der römisch-katholischen Kirche unterscheidet von dem Dogma der Kirche, dann haben wir mit diesem 12. Punkt einen Punkt gefunden. Echte Gottesfurcht ersetzt Menschenfurcht, schreibt er hier. Fürchtet Gott und gebet ihm die Ehre. Es besteht eine direkte Beziehung zu Gott, ohne menschliche Vermittlung. Ja, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel an den Menschen gegeben, als Jesus Christus, der als Mittler zwischen Gott und dem Menschen dient. Niemand anders. Keine Maria, keine Heiligen, nur Jesus Christus. Ja? Eine echte religiöse Freiheit und Unabhängigkeit habe ich nur, wenn ich eine direkte Beziehung zu meinem Gott habe. Natürlich, er kennt mich und ich kenne ihn. Naja, soweit ich ihn als Mensch im Fleisch kennen kann. Ja, aber das ist das, oder das ist der wichtige Punkt, der hierbei rauskommt. Es ist die persönliche Beziehung zwischen mir persönlich, mir Jörg, und Jesus Christus, die wichtig ist. Und anstatt mir, Jörg, könnt ihr euren eigenen Namen einfüllen. Eure persönliche Beziehung zu Gott, die zählt. Nicht Menschen oder Heilige werden verehrt, keine Götzen, keine Himmelskönigin, sondern Gott alleine. Offenbarung 14,7 hier, Schöpfung, Punkt 13. Gott hat die Erde erschaffen und ihm als Schöpfer, aus dem griechischen Poieo, machen, erschaffen und hervorbringen, heißt das, ihm als Schöpfer gebührt die Anbetung. Und Christus ist nach Johannes 1, Verse 1 bis 3, Kolosser 1, Verse 15 bis 17 und Hebräer 1, Verse 1 bis 3, der Schöpfer der Welt. Am siebenten Tag, den Sabbat, unserem Samstag, hat er geruht. Die Worte, die hier stehen, sind fast identisch mit dem Sabbatgebot aus dem Buch Exodus oder zweites Buch Mose, Kapitel 20, Verse 8 bis 11. Ja, ich gehe hier heute ganz sicher nicht auf Sabbat halten ein. Das habe ich in der Vergangenheit schon genug gemacht und ihr könnt euch eure Kommentare darüber besparen. Jeder muss das für sich selbst wissen. Er muss das in seiner persönlichen Beziehung mit seinem Gott ausmachen. Und ich kann nur so viel sagen, in der Bibel steht geschrieben, dass der Antichrist denkt, dass er Zeiten und Gesetze von Gott verändern wird. Er tut es nicht. Er kann es nämlich nicht. Aber er denkt, er wird es tun. Und er wird den Menschen erzählen, dass er es getan hat. Und wer daran glaubt, dass er am Sonntag seinen Sabbat halten muss, der sollte selbst zu Aussagen der römisch-katholischen Kirche gehen, die von sich selbst behauptet, es gibt keine andere
keinen anderen Brunnen für den Sonntag als Sabbat zu halten, außer die Tradition und Doktrin der römisch-katholischen Kirche. Punkt aus, sagt sie selber. Die römisch-katholische Kirche sagt, es gibt in der ganzen Schrift, also kommt mir nicht mit von, ja, beim Neuen Testament hier steht dies und da steht das. Die römisch-katholische Kirche sagt es selber, es gibt in der ganzen Bibel nicht einen einzigen Satz, nicht einen einzigen Vers, wo der Sabbat transferiert wird auf den Sonntag. Und dass wir immer noch in einer 7-Tage-Woche leben, da können wir unter dem gregorianischen Kalender leben oder im julianischen Kalender, das ist völlig wurscht. Der gregorianische Kalender hat 14 Tage oder 11 Tage oder was war es, in 1582, wenn ich mich nicht irre, gestrichen. Ja. Aber das Resultat war, dass die Tage sich verändert haben, also die Daten, aber die Tage waren dieselben. Warte, ich guck mal unter Kalender, vielleicht finde ich das hier. Ich habe da sogar ein Bild von dich. Ui, das ist ein GIF. Ja, das geht dann nur im Internet-Ding auf. Blödes Teil, warte mal. Oh ja, der Computer arbeitet natürlich langsam. Nee, ich muss das jetzt nicht haben. Komm, weg damit. Ich muss das GIF nicht haben. Komm, nee. Wir ändern hier einfach den Namen, ändern das von GIF in JPEG und dann ist das Problem gelöst. So, ja, ich bin sicher, dass ich das ändern will. Schau, und da haben wir jetzt das GIF-Bild. Und da sehen wir den Oktober 1582. Und da wurde damals von dem julianischen Kalender auf den gregorianischen Kalender umgestellt. Und das kann man jetzt hier leider nicht sehen, das ist nämlich nicht farblich unterlegt. Aber es geht hier um die Tage zwischen dem 4. und dem 15. Die Tage wurden zwar gestrichen, wie ihr seht, Donnerstag der 4., Freitag der 15., 11 Tage wurden gestrichen, aber die Woche selber, die 7-Tage-Woche, wurde nicht verändert. Der Samstag, hier auf dem 16., 23. und 30. ist immer noch derselbe. Das Einzige, was sie rausgenommen haben, ist der 9., ja? Weil der in diese 11 Tage hier gefallen ist. Also kommt mir nicht mit so einem Blödsinn. Ich bin nicht interessiert in Kommentare über irgendwas, was den Sabbat angeht. Ich habe da meine Nachforschung mehr als genug angestellt. Und ihr könnt glauben, was ihr wollt. Ich weiß, was ich glaube und warum ich es glaube. Biblisch hinterlegt. So simpel ist das. So. Machen wir hier mal mit einem schönen Bild weiter. Was brauchen wir denn? Wir lesen ja gerade in dem Buch Ökumene und Weltregierung. Na, dann machen wir da mal weiter. Punkt 14, Offenbarung 14, die Zeit des Gerichts. Ja, das ist ein Punkt, mit dem bin ich so sehr nicht mit dem Autor hier einverstanden, weil der natürlich 7-Tags-Adventist ist, deswegen habe ich da auch einen Teil von rausgestrichen. Aber er spricht hier die Zeit des Gerichts, das anscheinend das griechische Wort Krisis ist, K-R-I-S-I-S. Interessant, ne? Krise. Wann sprechen wir von der Krise? Das ist also das Zeit des Gerichts aus dem griechischen Gericht, ist schon gekommen. Dieses Gericht, noch vor der Wiederkunft Christi, steht im Zusammenhang mit dem Heiligtum, dem Tempel im Himmel. Er war im Alten Testament der Yom Kippur, der Gerichtstag, an dem das Allerheiligste geöffnet wurde und der Hohepriester dort seinen Dienst der Vermittlung für die Menschen an Israel verrichtete. Mit dem ganzen Gelaber hier bin ich mit dem Kobiaka absolut nicht mit einverstanden. Was er über das Gericht sagt, da bin ich schon mit einverstanden, weil es ist das Gericht, das über uns kommt. Es ist das, was im, lass mich jetzt nicht lügen, Deuteronium, denke ich, also 4. Buch Mose, oder 5. Buch Mose, wo ist das Deuteronium? Kapitel 28, glaube ich, ist es beschrieben worden. Da können wir ja gerne ein anderes Mal drüber diskutieren. Könnt ihr mir dann in den Kommentaren dieses Videos hier schreiben, dass ihr sagt, von ja, Deuteronium, sucht das dann mal raus. Das ist ein sehr, sehr interessanter Punkt und das ist im Grunde das Gericht. Das ist genau das gleiche wie damals in Ägypten, als diese Plagen über die Ägypter kamen, weil der Pharao Israel nicht ziehen lassen wollte. Da ist das Gericht von Gott über ihn gekommen. Diese ganzen Plagen, ja, das ist ja auch ein Gericht. Und das ist genau das, was wir heute mitmachen. Die ganzen Krankheiten, die Umweltverschmutzung, die sogenannte globale Erwärmung, ja, dieser ganzen Blödsinn, was sie uns davon erzählen, das ist alles nur
Weil wir eben Gott nicht gehorchen. Und da muss man im Deuteronomium das lesen. Und dann versteht man das sehr, sehr gut, was im Grunde alles los ist. Aber mit der Lehre, dass hier Jesus Christus in das Allerheiligste im Himmel gegangen ist und da irgendein Gericht macht mit dem Ablauf der 2300 Jahrtage, 1844, dieser ganze Quatsch, da bin ich absolut nicht mit einverstanden. Und bitte, bitte, ihr könnt das ja glauben, ich glaube das nicht. Okay, das ist für mich eine Falschauslegung der Sieben-Tags-Adventisten. Punkt aus. Diskutiere ich auch gar nicht drum. Gehe ich auch deswegen gar nicht drauf ein. Aber dass wir in der Zeit des Gerichts leben, jetzt, das ist ja wohl deutlich. Ne? 15. Punkt. Offenbarung. Babylon. Babylon ist gefallen und alle Völker, also aus dem griechischen Ta Ethne, sind von dem Wein des gefälschten Evangeliums trunken geworden. Sieht man immer ganz besonders, wenn man sich diese schönen Videos anguckt von den charismatischen Anhängern. Müsste ich doch auch mal irgendwo ein Bild hiervon haben. Charismatic, dachte ich. Charismatische Bewegung hier. Da sehen wir zum Beispiel den Charles Whitehead. Das ist ein Bild, das kennt ihr aus Alle Wege führen nach Rom. Hier haben wir die charismatische Erneuerung der katholischen Kirche, weil die katholische Kirche ist da natürlich mit involviert. Und hier sehen wir zum Beispiel so eine Versammlung der Charismatiker. Kumbaya, Friede, Freude, Eierkuchen, Heiliger Geist, komm über uns, aber den Geist kontrollieren tut da keiner. In Zungen sprechen tun sie dann auch noch. Ganz sicher hier, Benny Hinn. Die Leute, die hier so umgefallen sind, auf dem Boden liegen, sich teilweise wie verrückt wälzen, alle Dämonen besessen, das hat nichts zu tun mit wirklich charismatischer Bewegung, sondern das ist, wie die charismatische Bewegung heutzutage dargestellt wird. Hier auch wieder so eine Riesenzusammenkunft einer Kirche, wo dann hier wieder ein paar auf dem Fußboden liegen, total Dämonen besessen. Also könnt ihr euch immer die charismatischen Videos auf YouTube angucken, die Fotos davon anschauen, die Bilder davon anschauen. Das ist wirklich, ich hätte jetzt beinahe gesagt, seinen Glauben zu verlieren. Ja, wenn man daran glaubt, wirklich. Alle so ekstatisch, ne? Seht ihr das? Wie die total ekstatisch sind? Und man muss ja nicht ekstatisch sein, um den Heiligen Geist zu haben. Aber die Frage ist, ob diese Leute auch den Geist kontrolliert haben, der in sie gegangen ist. Und das glaube ich persönlich eher weniger. Nun. So viel zur Offenbarung. Kommen wir zum Punkt 16, Offenbarung 14, Punkte 9 bis 11, oder Verse 9 bis 11. Das Tier und das Mahlzeichen. Schon die Reformatoren haben das Tier in Offenbarung 14, 9 bis 11 als das Papsttum identifiziert. Und nicht nur die Reformatoren, auch die frühen Christen haben das auch gemacht. Und im Mahlzeichen des Tieres, Charagma, Zeichen, Prägung, Autoritäts- und Eigentumsmerkmal, ist die Veränderung des christlichen Sabbats in den Sonntag, dem die ganze Welt zustimmt, zu sehen. Naja, wir sind uns darüber einig, dass wir verstehen, dass der Teufel Anbetung will. Ja? Und wie kann der Teufel Anbetung bekommen? Wenn alle Leute an einem bestimmten Tag zu ihm niederfallen. Erinnert euch an das Buch von Daniel, wo Schadrach, Meshach und Abednego gesagt haben von König, du kannst uns tausendmal sagen, da kann tausendmal deine Musik spielen, wir werden nicht zu der Götze niederfallen, wir werden die Götze nicht anbeten. Und wenn du uns in den Feuerofen werfen wirst, wir haben einen Gott, der kann uns daraus erretten. Und selbst wenn er es nicht tut, werden wir nicht niederfallen und deine Götzen anbeten, wir werden das nicht tun. Also entweder kann man sagen, das Sonntagsgesetz ist zum Beispiel das Mahlzeichen des Tieres. Man kann auch sagen, das hängt zusammen mit der Mariologie. Ne? Da kommen wir im nächsten Punkt runter hier. Das Bild in Offenbarung 14.9, also das Bild des Tieres, griechisch Icon, Abbild oder Nachbildung, ist der Weltkirchenrat als eine Nachbildung der weltweiten Macht des Papsttums. Und ich finde persönlich, Mariologie, wie wir auch in Alexander Hislops Buch sehen, von Babylon nach Rom, ist eine weitere Erklärung dafür. Und es heißt ja in Offenbarung 13, dass das Bild sprechen wird. Ja? Und diese Maria-Erscheinungen oder Fatima-Erscheinungen oder wie auch immer man sie nennen will, die sprechen ja auch oder haben gesprochen, haben zu Menschen gesprochen. Das sind aber Dämonen. Da sollte man mal das Buch lesen. Ich habe das letztens schon mal irgendwo empfohlen.
Ich habe das jetzt nicht hier bereit, um euch zeigen zu können, aber das Buch heißt, und ist natürlich in Englisch, Mary, nee, das heißt nicht Mary, das Buch heißt einfach Queen of Rome, Queen of Islam, Queen of All. Also Königin von Rom, Königin des Islam und Königin von allen. Im Englischen. Gibt es auch nur im Englischen. Ist ein kleines Buch, etwas über 100 Seiten nur, hat Tom Frist 2009 in Inquisition Update gelesen in den Archiven, da könnt ihr das finden. Und da könnt ihr euch das anhören, wenn ihr möchtet. Und das ist ein sehr gutes Buch, wo es über die Maria-Erscheinungen, die Fatima-Erscheinungen geht, über die Botschaften, die gebracht werden, was die Botschaften bedeuten und so weiter und so weiter und so weiter. Und ja, das Mahlzeichen des Tieres, sagt der Autor hier, ist die Änderung des christlichen Sabbats in den Sonntag. Dem stehe ich nun nicht negativ gegenüber. Das ist schon ziemlich richtig so. Und wenn man sieht, dass es jetzt siebentags-adventistische Kongregationen in den Vereinigten Staaten von Amerika gibt, die den Sabbat nicht mehr halten, sondern am Sonntag das machen. Und wenn man weiß, dass in Israel, in diesem Staat da, in Tel Aviv von Freitagabend bis Samstagabend, ne, also die Sabbatzeit der Juden, auch Geschäfte geöffnet sein dürfen, also auch da der Sabbat nicht mehr gehalten wird, sondern das verschoben wird auf den Sonntag, ja, da muss man sich doch langsam mal am Kopf kratzen und sehen, inwieweit haben denn die Leute, die sagen, Sabbathaltung geht um Anbetung und geht um Verherrlichung eines Gottes. Ja, dann verherrliche ich den Schöpfergott der Bibel und nicht den gefallenen Engel Satan. Meine Wahl, meine Entscheidung. Was ihr macht, müsst ihr selbst wissen. Als 18. Punkt sprechen wir in Offenbarung 14 und 13 hier über die Toten. Die Toten ruhen, anapauomai, ausruhen oder schlafen, ist das griechische Wort dafür. Sie schlafen bis zur Auferstehung am jüngsten Tag. Für sie ist es nur ein Augenblick bis zum Erwachen. Wie wir auch lesen in Daniel, Kapitel 12, Verse 2 und 13. Für sie ist es nur ein Augenblick. In dem Augenblick, wenn ich sterbe, schließe ich meine Augen. Und in dem Augenblick, wenn Jesus zurückkommt, dann öffne ich sie wieder, wenn ich bei der ersten Auferstehung dabei bin, was ich doch hoffe, da ich davon ausgehe, dass ich gerettet bin. Von ihm. Im Glauben alleine, durch an sein Wort zu glauben. Für sie, für die Toten, ist es nur ein Augenblick bis zum Erwachen. Weil in dem Moment, wo man schläft, traumlos schläft, kann so viel Zeit vergehen, wie du willst. Du hast keine Ahnung, wie viel Zeit vergangen ist. Und das ist beim Tod genauso. Punkt 19, Offenbarung 14, Punkt 14. Wiederkunft. Christus kommt wieder zur Erde. Therismus. Das Einbringen, die Zeit und der Vertrag der Ernte der Erde. Die Ernte ist das Ende der Welt. Das sehen wir auch in Matthäus, Vers 3, Kapitel 13, Vers 39. Und zum Schluss Punkt 20, Offenbarung 13, 15 bis 17. Verfolgung. Die Endgemeinde wird massiven Verfolgungen ausgesetzt sein. Alle, die das Bild des Tieres nicht anerkennen, nicht anbeten und sich ihm nicht fügen, sollen getötet, aus dem Griechischen apokteino, töten ums Leben bringen, sollen getötet werden. Dies ist die Auswirkung der letzten globalen Weltdiktatur. Im Weltkirchenrat in Genf werden Pläne geschmiedet zu einer globalen Kontrolle der Menschheit auf dem religiösen Gebiet in Zusammenarbeit mit der UNO in New York und Genf zur Vorbereitung einer neuen Weltregierung. Die Büros des Weltkirchenrats in vielen Staaten, also das sind nationale Räte der Kirchen, wie zum Beispiel in Deutschland, die Ökumenische Zentrale bei der Arbeitsgemeinschaft der christlichen Kirchen Deutschlands e.V., bereiten die Überwindung der religiösen Gegensätze durch den interreligiösen Dialog vor. Fragt der Autor, wie wird es aussehen, wenn eines nicht allzu fernen Tages die Weltdiktatur und Weltreligion an die Macht kommen? Tja, eine interessante Frage. Da werden wir mal sehen, wie sich das dann äußern wird. Ja? Jetzt möchte ich nochmal eben hier das Bild von dem Buch vorne nehmen. Das war der Anhang A.
Wir gehen jetzt über in den Anhang B, aber das werde ich mir dann doch für ein anderes Mal aufsparen, weil, wie ihr gerade gesehen habt, läuft das Video jetzt schon knapp 40 Minuten und diese letzten 14 Seiten sind zu intensiv. Das mache ich in einem eigenen Video, sonst müsste ich in der Mitte da rausgehen und das finde ich nicht so interessant. Von daher finde ich es besser, das Video hier zu beenden und dann kommt noch ein letztes über den Anhang B. Dialog statt Protest, mit dem wir das Buch Ökumene und Weltregierung von Dr. Martin Kobialka dann nächstes Mal abschließen können. Bis hierhin danke ich fürs Zuhören und Zuschauen und wünsche euch noch weiterhin einen schönen Tag. Möge Gott euch behüten und beschützen und segnen auf all euren Wegen und sorgt dafür, dass ihr auf dem schmalen Weg bleibt. Dem Weg, den Jesus vorgezeichnet hat. Als Jesus sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, und niemand kommt zum Vater außer durch mich. Ich hoffe, meine Videos helfen euch, den richtigen Weg zu erkennen. Bis zum nächsten Mal. Jongler 66 von Stunde der Wahrheit meldet sich ab und sagt Tschüss. We must start at the foot of the cross. For our souls in danger, we're at loss. And when we kneel in that awesome place, at that very moment, you'll feel God's grace. Friend, let me tell you, you need to know, there is heaven, also hell below. Christ died on that cross to set you free from your vile sins and hell's agony. God's enemy without the cross. Reject Christ and to God your dross. To the prison of hell he will send, just Christ's work on the cross makes amends. God hates those who try to enter in, the gates of heaven still full of sin. Only his son can take sin away, go to the foot of the cross this day. God has provided only one way to enter heaven's wondrous array. Accept what Jesus did for us all. He paid our debt, so hell won't befall. Go to the foot of the cross this day. His precious blood washes sin away. We each need to think more of his cross. Without our Savior, we're total loss.